Ich will ein paar Bemerkungen zu unserer Klage im Detail machen. Die erste Frage stellt sich natürlich nach dem Zeitpunkt. Warum jetzt und warum noch eine Klage, wenn ich gerechnet habe? Richtig ist es, glaube ich, die siebte. Das ist natürlich eine sehr schöne, heilige Zahl. Aber der Zeitpunkt ist noch ein guter. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, es entscheidet über die einstweiligen Anordnungen am 12. September. Also da ist man noch zeitig dran. Und es ist offensichtlich, dass unsere Absichten, die schon erwähnt worden sind, insbesondere auch die Verteidigung der Länderinteressen in der Bundesrepublik Deutschland, bisher in den bisherigen Klagen nicht berücksichtigt bzw. nicht hinreichend berücksichtigt worden sind. Deshalb stellen wir eben einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Das ist nach 32 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das entsprechend der anderen Klagen, und gehen davon aus, dass wir dann auch am 12. September mitbehandelt werden. Es sind zwei Klagen, die eingereicht werden gegen die Zustimmungsgesetze zum ESM, Fiskalpakt und den Begleitgesetzen. Das eine ist eine klassische Verfassungsbeschwerde, die ja jedermann einreichen kann. Und da gibt es drei Beschwerdeführer, nämlich die drei, die hier vor Ihnen sitzen, Herr Aiwanger, Herr Wehrhahn und meine Wenigkeit. Und der Klagegegenstand ist hier insbesondere ESM und die Bankenkrise. Gerade die Bankenrettung, die auch jetzt stattfindet, die heute auch noch mal beschlossen wird oder ausgeweitet wird, ohne nach unserer Einschätzung demokratischer Legitimation. Da wird Herr Wehrhahn nachher noch ausführlich inhaltlich Stellung nehmen. Nur so viel dazu. Gewinne werden privatisiert und Schulden vergemeinschaftet. Das geschieht auf der Ausgabenseite. Das ist nach unserer Einschätzung nach dem Grundgesetz unzulässig nach Artikel 107. Also das wird der eine Punkt sein. Da geht Herr Wehrhahn noch ein drauf. Der zweite, mindestens genauso interessante, wird eine Organklage sein, eine Organstreitigkeit. Da haben wir auch verschiedene Beschwerdeführer. Zum einen mal eine Organstreitigkeit der Abgeordneten des Bayerischen Landtags, nämlich hier in dem Fall Herr Aiwanger und ich als Landtagsabgeordnete, und zum anderen die Fraktion der Freien Wähler, die Landtagsfraktion der Freien Wähler. Und dies ist etwas Neues, juristisch auch etwas Neues. Da geht es dann ums Antragsrecht. Kann überhaupt eine Landtagsfraktion vor das Bundesverfassungsgericht? Das ist in gewisser Weise juristisches Neuland. Insofern auch für das Bundesverfassungsgericht sicherlich durchaus spannend. Bis jetzt haben wir nur eine Klage oder häufiger Klagen von Fraktionen aus dem Bundestag. Aber unser Ansatz ist, es ist in diesem Fall, wenn es um das Haushaltsrecht geht, nicht nur der Bundestag beteiligt, sondern auch der Bundesrat, weil es ein Zustimmungsgesetz ist. Also auch der Bundesrat ist in der Budgetverantwortung. Und das bedeutet eben auch über den Bundesrat, dass die Länder betroffen sind, entsprechend Artikel 23, 4 und 5 des Grundgesetzes. Und deshalb sind wir der Auffassung, dass auch eine Landtagsfraktion vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen kann, und das ist der Klagegegenstand, die Beeinträchtigung von Länderinteressen. Hier geht es um Bayern. Wir sind der Auffassung, dass mit dem Fiskalpakt, der ja eine Schuldenbremse vorsieht, die Budgethoheit des Bayerischen Landtags tangiert ist, dass da eingegriffen werden kann in die Haushaltshoheit. Und das ist natürlich das ureigenste Recht jedes Abgeordneten und jeder Fraktion. Es ist ein Eingriff in das Königsrecht der Länderparlamente, das über Jahrhunderte erkämpft worden ist. Und nach unserer Auffassung werden da Länder in gewisser Weise zum Erfüllungsgehilfen der Europäischen Kommission degradiert und Souveränität geht verloren. Noch ein paar Bemerkungen dazu. Wir haben im Artikel 3 Fiskalpakt die Vorschrift, dass der gesamtstaatliche Haushalt ausgeglichen sein soll. Das heißt, nicht nur der Bundeshaushalt, sondern einschließlich Länderhaushalte und Kommunalhaushalte. Die werden zusammengerechnet und das strukturelle Defizit darf nicht 0,5% überschreiten. Dieses Jahr überschreiten wir das. Das heißt, dieses Jahr würden Bund, Länder und Kommunen zusammen
mehr als 40 Milliarden Schulden machen und würden genau dieses überschreiten, also würden die gegen den Fiskalpakt verstoßen. Wenn dieses passiert, dann kommt es zu einem automatischen Korrekturmechanismus. Also es passiert etwas ohne Beteiligung auch des Bundestags und der Landtage. Die Grundsätze dieses Korrekturmechanismus, die erarbeitet die Kommission. Das heißt, die gibt es noch nicht. Der Bundestag und der Bundesrat haben also schon über etwas entschieden, was es noch gar nicht gibt, nämlich über Grundsätze, die erst die Kommission erarbeitet. Und da soll, und das haben Bund und Länder vereinbart, in Deutschland ein Stabilitätsrat eingerichtet werden. Nur weiß auch noch niemand, wer ist dieser Stabilitätsrat, wie schaut der aus, sind da Länder beteiligt, Bund. Das heißt, der Bundestag hat praktisch im Blindflug entschieden, eine blinde Zustimmung gegeben. Die Abgeordneten haben über etwas abgestimmt, das unvollständig ist. Und genau das greifen wir an, dass hier die Gewaltenteilung sich immer mehr verschiebt, weg von der Legislative, hin immer mehr zur Exekutive, weg von den Ländern, weg vom Bund, hin auf die europäische Ebene. Das heißt, es geht Souveränität verloren. Der Bayerische Landtag hat keine volle Souveränität über seinen Haushalt. Das halten wir für verfassungswidrig und deshalb halten wir es auch für notwendig, diese Verfassungsklage anzustrengen.